Hi Leute und willkommen zu Tower of Fantasy, das nächste RPG-Gacha-Game. Gibt es schon länger in Asien, ist jetzt auch endlich in der Global Beta und sollte eigentlich so ein Konkurrent zu Genshin Impact werden. Hat's aber nie geschafft, da sie es nicht sofort global released haben, sondern halt erst in Asien. Jetzt die Beta ist da, man musste sich dafür anmelden leider. Das heißt, nicht jeder kann daran teilnehmen. Und natürlich ist die Zeit, wo man es testen da, von 2 Uhr in der Nacht angefangen. Mega nervig. Nachdem sie es ein paar Mal verschoben haben, hier mal für euch. Zuerst hieß es am 16., dann am 17., dann am 18. und dann am 19. Das heißt, wäre schön gewesen, am Wochenende zu spielen, aber es ist Dienstag mitten in der Nacht geworden. Und wir schauen uns das Ganze jetzt dann an. Europa West ist der Server. Charakter. Man kann so ein paar Presets sich erstellen. Also man kann Charakter wirklich customizen. Da gucken wir einfach rein, so ein bisschen. Verschiedene Outfits. Farben natürlich veränderbar. Haarstyles und das Gesicht. Ein paar Accessoires, so wie nice Goggles, die man auch so ein bisschen noch individualisieren kann. Oder so ein Bandana, Augenklappen und so. Es ist schon nice, aber damit sollte man nicht zu viel rumspielen. Was natürlich sehr wichtig ist, da jiggles ordentlich. ja, und na, es uiuiuiui. Ja, was soll man sagen? Natürlich, Hautfarbe kann man ein wenig verändern. Overall die Charakter auch ein bisschen größer und kleiner machen und dann, wie gesagt, Gesicht, Gesichtsknochen, Kinn, Kinn, Wangenknochen, kann man sehr, sehr viel mit rumspielen. Man sollte da aber sehr, sehr bei aufpassen. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Presets, die man reinladen kann. Beziehungsweise dann natürlich auch zwischen männlich und weiblich wechseln. Wir lassen es einfach so. Ansonsten, genau. Wenn man denn gerne möchte, auch so ein paar Tattoos oder sowas. Komplett andere Nase. Nasen. Es ist schon eine große Anzahl an Sachen, die man hier doch machen kann. Aber wir gehen einfach ins Spiel, wenn es uns lässt. Gucken uns ein wenig die Story an. Das wird nicht Genshin Impact bei mir auf dem Channel ersetzen. Wir spielen es nur für die Global Beta jetzt. Und so lange nehme ich es halt ein bisschen nebenbei mit auf. Hycros has sent someone into the quarantine zone. Time to release the hounds.
careful. Something about this place doesn't feel right. Appearance? Here? How? We need to lose them. Watch out! Seht, das ist sehr auf Genshin Impact angelehnt. Und ja, mal schauen, wie es sich spielen lässt. Beim Start. Oh, wann war der Originalstart? Ich glaube. Wann war der Originalstart? Ich glaube im Dezember. Na, irgendwie sowas. Dezember. Hey, eine Waffe gefunden. Pock. A mine. This wasn't mentioned in the intel. Energy reserves are low. Please don't fail me now. No. Those monsters are in here. So. Okay. Und jetzt sind hier jetzt schon das erste Ding einfach bei Kitchen geklaut. Kann ja auch ne, ein bisschen meinen wie bei Genshin Impact. Wie kriege ich aber ein Menü auf? Hier ist ein Fotomodus, den ich aufmachen kann. Dann kein Menü. Okay, aha. Kriegt man hier? Ja. Wird vielleicht ganz Ähnlichkeiten bei der Ausdauerleiste zu Genshin Impact wieder. Kann man hier was sammeln? Nein. It's freezing. Thank you.
Mal gucken, was das Spiel macht, wenn ich nichts drücke. Geht trotzdem weiter. That was close. I didn't think the big one would follow me. Wie geht das Menü auf? I need to contact headquarters somehow. Yeah. Hope there's a way out ahead. Leute, ihr könnt doch, hä? Okay, da war irgendwo ein Key zum Sneaken. WTF. Tja. Okay. Autofokus, also Auto eben von alleine. Ich habe keine Richtung gelenkt oder sowas. Und man hat gleich einen Doppeljump anscheinend. Okay. Man läuft einfach, indem man ein bisschen länger nach vorne drückt. Hört sich nicht gut an. Mal gucken, ob es eine Stimmlautstärke gibt. Ich glaube aber nicht. Und guck mal, Lumin ist auch da. Ganz zufällig. Aha, jetzt. Hey, guck, gibt nicht. Es gibt echt. Das ist schade, dass da. Es gibt auch so Bildfilter, die man aktivieren kann, wenn man denn möchte.
Kamera. Und natürlich sind wir auch der Wanderer. Ist Global Beta, das heißt Englisch. Es wird, glaube ich, nichts auf Deutsch geben, auch kein Menüs oder sowas oder Untertitel. Es wird, glaube ich, alles Englisch bleiben. Much better. And you are? Ich bin Lumin. You saved me? I don't know. Okay. Ja, ich habe das Game mir natürlich irgendwann zwischendurch schon mal angeschaut in der asiatischen, chinesischen Version. Deshalb wusste ich, dass man Schränke durchsuchen kann. War das jetzt schon? Das ganze Ding ist eigentlich online, also kein Koop wie bei Genshin Impact, sondern ein richtiges Online-Game. Das heißt, mit so ein paar hundert Leuten pro Server. Ihr habt vielleicht auch in den Einstellungen gesehen, dass ich eingestellt habe, dass man maximal 20 Leute so sieht. Did both you and Zeke grow up here? Das ist Paimon. Kommt dann vielleicht auch so ein wenig bekannt vor, dass man jetzt Paimon hinterherlaufen muss.
Autosprint. Genau, jetzt haben wir Autosprint und automatisches Klettern. 50 years? Here to So. Also man könnte, glaube ich, auch alle anderen Looks importieren als Main Character. Aber wir lassen das. Was ich gucken wollte, sind noch Haare. Ein bisschen was Längeres eigentlich. Aber auch nicht so, dass es aussieht, als wenn man das von einem anderen Game geklaut hätte. Ja. Haben wir was mehr in Richtung? Yes. Physik testen.